Der einzige Dicksaft, den du jetzt kriegst, ist Agavensirup. Agave den Motherfucker. Ganz, ganz stark. Ganz stark, Bruder. 4-7 sein stark ist mein feier ich, oder? Geil, Digga, feier ich. Ich bin der Highest im Club. Bestell mir noch ein Glas, ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Oh shit, man. Let's get it on, motherfuckers. Let's do the intro. 3, 2, 1, go. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Ich bin ja mal wieder für euch am Start. Und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem motherfucking Zweitkanal. Und ich hoffe, bei euch da draußen ist alles gut, meine lieben Freunde. Und zwar ist heute wieder ein neues Battle rausgekommen. Wir haben wieder Sunday. Ich war gerade essen mit meiner Oma und mit der ganzen Familie, auch mit meinem Opa. Die haben heute einfach ihre Diamant-Hochzeit gefeiert. Herzlichen Glückwunsch nochmal hier auf YouTube-Basis an euch zwei. 60 Jahre miteinander verheiratet, das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Heutzutage fast unvorstellbar, wenn ich so überlege. Selbst wenn ich jetzt heiraten würde, dann wäre ich in 60 Jahren 92. Mal gucken, ob das noch möglich ist, aber ich bin auf jeden Fall sehr stolz und sehr happy, dass meine Großeltern so lange zueinander auch loyal waren und ihr Leben miteinander geteilt haben. Also einmal ein Diamant und ein Herz in die Kommentare rein für Omi und Opi. Ich küsse euer Herz. Das ist jetzt nicht das Thema. Wir werden auf das neue Battle reagieren von 4-7. Big Difference. Und zwar ist es heute, glaube ich, die allererste Folge im Rematch. Also Ex-Freundin versus Ex-Freund im Rematch. Ich bin gespannt, was da abgeht. Wir schnacken nicht groß rum und gehen direkt rein in die Nummer. Lasst gerne jetzt schon mal einen Daumen nach oben da. Aus Prinzip, Digi, abonniert auch diesen Kanal hier. Hier kommen jeden Tag Videos online. Ja? Digga, ich habe gerade jetzt schon in den Kommentaren hier gelesen, ich glaube, ein krankes Battle wäre Rentner versus Jugendliche. Ja, Digga. Ja, das wäre auf jeden Fall sehr, 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 sehr nice. Finde ich auch. Schon mal einen Daumen nach oben aus Prinzip und jetzt geht's los. Rentner gegen Jugendliche ist geil, Digga. Einfach Montana Black gegen irgendeinen Newcomer halt. N100, ich küsse dein Herz, Bro. Q-Tracks. Was geht ab, meine Freunde? Mein Name ist 4-7 und herzlich willkommen bei Big Difference. Grrr. Und heute kommen wir zu einem Battle. Endlich ist es soweit. Ihr habt es euch gewünscht. Heute gibt es ein Motherfucker-Rematch. Heute gibt es Ex-Freundin gegen Ex-Freund-Rematch. Ihr habt es euch gewünscht. Motherfucker denn, Bro? Sagt, die battlen sich heute hier. Es ist endlich soweit. Die werden sich kranke Punchlines an den Kopf schmeißen. Ich bin sehr gehypt. Alle Leute sind sehr gehypt. Bevor das Video startet, geht nochmal in die Kommentare. Like das Video, abonniert den Channel. Komplett umsonst. Und jetzt viel Spaß mit dem Battle. Let's go. Was geht ab, meine Freunde? Gut motiviert gewesen heute im Intro, Bruder. Ich küsse dein Herz. Willkommen zum Interview von Ex-Freundin versus Ex-Freund Rematch. Und ja, dann frage ich dich erstmal. Habt ihr noch was zu klären wegen dem letzten Battle? Der Bruder sieht motiviert aus. Was ihr bestritten habt? Ja, ging direkt hinterher die Diskussion wieder los, wer war der Bessere, gell? Und wir sind nicht auf den Punkt gekommen. Ich habe gesagt, das machen wir nochmal. Wir machen das nochmal und, ne, und dann glaubst du mir. Aber dann hörst du auf zum Rappen für Zukunft. Ich habe auch was mitgebracht, warte mal. Der war voll schön ehrlich. Aber auf den Punkt bringen, ne? Das kannst du nie so gut. Okay, es wird sehr, sehr heiß hier schon. Ich bin sehr gespannt auf... Ich hab dir was mitgebracht. Erinnert mich an die Grundschulzeiten, Bro. Battle, eine Frage habe ich aber noch. Habt ihr euch irgendwie draußen gesehen? Weil ich merke, ihr beeft euch jetzt schon. Man trifft sich von Zeit zu Zeit und dann fliegen die Mittelfinger. Aber immer andere Straßenseite. Nochmal? Immer andere Straßenseite. Der wechselt die Straßenseite, wenn er mich sieht. Iowa. Ja. Cringe it in, man. Wir sind so weit, dass die Jungs die Straßenseite wechseln. Auf jeden Fall, seid ihr denn beide vorbereitet und habt ihr dieses Mal richtig Bock, den anderen so krass auseinanderzunehmen, dass der andere nicht mehr rappen wird und... Digga, diese Fragestellungen und so, diese Interviews sind manchmal schon so, haben so einen leichten, cringigen Vibe an der Stelle. Natürlich an der Stelle. Die Fragen auch manchmal. Was mir zu sagen hat. Ich habe diesmal ein paar neue Kamellen ausgegraben und das wird dir nicht gefallen. Und das gefällt mir. Wird das auch persönlich, also richtig persönlich? Dezent.
Ich hoffe nur, dass du nicht anfängst zu zittern bei meinen Lines. Ach, zitter nicht. Ganz, ganz stark. So. Ganz stark, Bruder. Wir sind sehr gespannt, ihr seid gespannt. Und jetzt kommen wir endlich zum Battle. Let's go. Was? 4-7, sein starkes Mein feier ich, oder? Meine Freunde, herzlich willkommen bei Big Difference. Und ganz, ganz stark. Um endlich zu einem Rematch. Das erste Battle, was die beide bestritten haben, hat 1,4 Millionen. Boah, Digga, die ist voll klein, ne? Die ist einfach zwei Köpfe kleiner als der Bruder. Ruf erreicht. Und jetzt geht's zum Rematch. Die haben sich immer noch was zu sagen. Die wollen sich immer noch Punchlines an den Kopf schmeißen. Und Ex-Freund wird heute beginnen. Let's motherfucking go. 100, drück auf Play. Let's go. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Kannst du ruhig ein bisschen lauter machen. Kleine, mir war klar, dass du zurückkommst. Früher oder später, doch wie sag ich es gefühlvoll. Geh mal bitte wieder, denn für mich ist das Thema soweit erledigt. Hab dem Battle nur zugesagt, um Dunja wiederzusehen. Was geht? 4-7, was macht so das Leben? Schön euch zu sehen, Jungs, Mädels und Battles im Bless zu stehen. Geil, der ist cool so, ey. Wie geht's, 4-7, alles gut, Bruder? Jeden fragt sich jeder, was mach ich heute mit dem Mädchen? Denn wie diss ich wen, denn ich weder sehen noch mit ihm reden will, hä? Am besten fang ich an, damit das Verhältnis mal klarzustellen. Du warst die Schlampe und ich der normale Mensch. Seh mich an jeder Ecke, denk ich halluziniere gerade. Dann fällt mir auf, du siehst einfach so aus wie jede andere. Dass ich dich geliebt hab, war eine Psychose. Denn du hast weder körperlich noch menschlich Arsch in der Hose. Wenn jemand sagt, du hast... Oha, Digga, der ist krass, Bro. Also, wenn ich eine Frau wäre, dann wäre das meine größte Angriffsfläche, Digi. Wenn kein Ass vorhanden ist, Bro. Geil. Flow, oh, das sind Gerüchte. Kannst immer noch nicht rappen, du hast den Flow einer Pfütze. Das Einzige, was dünner ist als du, ist deine Stimme. Dein Wortschatz ist kleiner als deine Brüste. Unser Draht ist gerissen. Wie kann man jemand so krass abfucken? Bitte, als würde ich dich vermissen. Ich lache Tränen, du heulst in dein Kissen. Ich hab Ideen, du kriegst nichts geschissen. Mein Leben heißt erleben, dein Leben besteht aus Kinderkriegen. Ich lasse dich ziehen, ich seh keinen Sinn darin, das hinzubiegen. Reden hätte keinen Sinn, meine Leber sagt, lass sie ziehen. Leere wird gefüllt von denen, die vom Frühstück schon wieder gehen. Ich sag es nochmal, geh mit Gott, aber geh so weit weg von mir, wie es nur geht. Denn wegen dir hab ich irreparable Schäden wie Pocher. Nur bin ich nicht so ein Opfer und du keine Amira. Ich hoffe mal, das ist dir auch klar. Viele waren wie ein Traumpaar, doch das zwischen uns waren keine Feelings, das war Aufwand. Ja, schon. Also ich finde, der hat einen guten... Der rappt eigentlich nicht schlecht, muss ich sagen. Der hat eine gute Präsenz so, auch in der Stimme, dies, das, bla bla bla. Aber die Punches, da waren nur ein, zwei dabei, die ich so cool fand. Der Rest war so ein bisschen noch low. Ich bin gespannt auf die zweite Runde und jetzt auch auf die erste Runde von der Freundin. Starke erste Runde vom Ex-Freund. Mach mal für den Ex-Freund. Bombe, Bombe. Bombe. Kommen wir direkt zu der ersten Runde. Zu der Antwort von der Ex-Freundin. 100, drück auf Play. Oh, oh. Day, ups, da war ja unser Battle. Seit dem Tag hat mein Ex aufgehört zu rappen. Sein Herz ist gebrochen, er trinkt um zu vergessen. Und die Leber sieht aus wie auf der Schachtel Zigaretten. Ey, du bist schwach und ein Wannabe-Boxer. Du verlierst Faustkampf gegen Oliver Pocher. Du beleidigst mich und ich hau dir in die Fresse. Du verlierst Faustkampf gegen Oliver Pocher, der ist hart, Digga. Ist, glaube ich, fast unmöglich. Nach dem Date mit dir wollen Frauen lieber Lesben sein. Keine Menschen, ich bin nicht deine MJ, Fremdschämen. Aber da merkt man halt, ne, wenn die Lines, also, da merkt man schon, dass das Ding schon halt vorgeschrieben ist, ne. Ich frag mich halt, was ich mich persönlich frage, ist, ob die gegenseitig ihre Texte auch vorher schon kennen, weil das wäre ein bisschen blöd. Weil ich immer wieder merke, wie beide auf ein Thema, zum Beispiel jetzt Oliver Pocher, eingehen. Daran merkst du ja, dass die sich ein bisschen orientieren. Aneinander auch, weißt du? Von den Lines her. Du betrügst mich in einem Bentley, jetzt bist du allein und am Weihnachten Endgame. Wäre eigentlich mal geil, wenn 4-7 offenlegen würde, wie das komplett abläuft, weißt du? Das kommt raus, wenn man seiner Freundin fremd geht, weil ich Feuer schieß, bis du Paras kriegst. Neuerdings wichst er auf Katja krasser Witz. Oh! Sein bester Freund rappt besser als er. Natürlich, er ist ja auch imaginär. Der, mein... Einfach imaginärer bester Freund, Digi.
Sex kann ich mal bis 4 zählen. Hat ein Chromosom und 22 Gehirnzellen. Sag mal, hast du deine Tage, du Vogel, bevor du gewinnst für Jesus, Sozialpädagoge? Du hast mich von vornherein schon hintergangen und jetzt stalkst du mich jeden Tag auf Instagram. Das letzte Battle war noch harmlos, du Ratte, im Gegensatz, was ich mit dir in der zweiten Runde mache. Starke erste. Ja, ich überlege gerade, wer für mich an der Stelle ein bisschen vorne ist. Also, schwer. Ich würde sagen, er hat halt eine bessere Confidence beim Rappen. Er rappt ein bisschen besser. Ihre Punches waren teilweise auch nicht verkehrt. Ist gerade noch so ein bisschen ausgeglichen. Von der Ex-Freundin. Mach da mal der für die Ex-Freundin. Da ist noch kein eindeutiger Sieger für mich hier. Ich bin gespannt auf die zweiten Runden jetzt. Bombe. Bombe. Jetzt kommen wir direkt zu der zweiten Runde vom Ex-Freund. Let's mal fucking go. Im Hintergrund sehe ich schon wieder die ein oder anderen potenziellen interessanten Kandidaten. Ich bin gespannt. Ja. So, weiter geht's. Schwöre, diese Scheiße, die du redest, kann sich keiner geben. Früher wollte ich ohne dich nicht weiterleben. Heute ist es mir peinlich, dass Leute uns hier gemeinsam sehen. Ich meine, unser Verhältnis wird langsam seltsam, oder? Der kann halt gut rappen. Ich finde seine Stimme sehr angenehm. Man hört ihm gerne zu. Weißt du so? Deswegen liegt er für mich doch einen kleinen Tucken vorne. Girl, wir betteln öfter, als wir Sex haben. Sogar da. Als wenn wir mal im Bett waren, direkt danach Freestyle Battle. Wer ist der bessere Stecher? Spoiler, ich war's. Denn beim Ficken delivert sie, wie sie's hier macht. Weil du. Rhythmus in dir hast. Plus ein Hüftschwung wie ein Ast. Ey. Ja, die Runde finde ich gut. Nenn mich nie wieder Luki Schnucki, du Juppitussi. Ich buckel mich dumm wie ein Dulli, nur für dein Studium, du schaffst das sowieso nie. Mein Homie holt mir die Ho, schiebt sich Filme so wie Sony. Dumm wie ich bin, hört dich nicht hin. Lohn war Melancholie. Stehst im Duden unter Hure, du hast Karma Minus. Mein Charakter, ein Datensatz, du warst das Virus. Geiler Flow, Digga, ich schätze dir, der Einstieg war schon geil, Alter. Nenn mich nie wieder Luki Schnucki, du Juppitussi. Nenn mich nie wieder Luki Schnucki, du Luki. Ich buckel mich dumm wie ein Dulli, nur für dein Studium, du schaffst das sowieso nie. Geil. Homie, holt mir die Ho, schiebt sich Filme so wie Sony. Dumm wie ich bin, hört dich nicht hin. Lohn war Melancholie. Stehst im Duden unter Hure, du hast Karma Minus. Mein Charakter, ein Datensatz, du warst das Virus. Wir sind over und mein Herz trägt eine Stahllegierung. Der einzige Dicksaft, den du jetzt kriegst, ist Agavensirup. Geil, Digga. Agaven-Dicksaft, Motherfuckers. Den muss ich direkt auspacken, Bruder. Der ist zwar schon leer, Bruder, aber das ist mein Shit, Bruder. Ist auch hier drin im Tee. Agave den Motherfucker. Geil, Alter. Die zweite Runde von dem Bruder finde ich echt gut. Wir haben uns ganz schön auseinandergelebt, battlen sogar auf andere Beats und diese Tatsache entstand nicht aus Langeweile. Ganz einfach, ich will mir mit dir nicht mal einen Takt teilen. Weil ich Raps guck so clean, dass sie nach Treff duften, während du dem Keck, den du jacks, bummst, ins Heft guckst und Rap produzierst. Läppisch von dir. Fuck, wie kann sich meine Ex so blamieren? Ich frage mich jeden Tag, wie man nur so sein kann. Nicht zu fassen, dass ich mal dein Valentine war. Es wird dir nicht leicht fallen, doch kannst du das mal sein lassen? Weil mein Ruf dabei kaputt geht, nicht deiner. Mein Ruf geht kaputt, nicht deiner. Geil, Alter, das waren noch Zeiten krass. Starke zweite Runde vom Ex-Freund. Auf der Markierung bleiben. Ganz stark. Kommen wir direkt zu der zweiten Runde von der Ex-Freund. Okay, Digi, ich muss sagen, zweite Runde von dem Ex-Freund, sehr, 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 sehr stark. Schwierig jetzt für sie da noch mitzuhalten, aber ich bin gespannt, wer weiß. 100, drück auf Play. Geil, gib mir Tiger-Vibes, der Beat. Du bist ein krasser Typ mit Autorität. In deiner Villa tanzen Frauen im Dekolleté. Du hast Cash und fährst ein AMG GT. Aber leider nur bei GTRLP. Du hast meine Mom, die Hagebutten-Tee und dein. Aber ich muss schon sagen, sie hat sich gegenüber dem ersten Battle, glaube ich, schon so ein bisschen gesteigert, habe ich das Gefühl, ne? Sie konzentriert sich mehr ins Mic, richtig rein zu rappen und so. Also dafür Props auf jeden Fall. Mutter sieht aus wie Ali Boumaye. Ich schäme mich weit. Wie kann man so ein Ekel sein? So sieht einer aus, der in Chatroulette sein Penis zeigt. Er sagt, ich bin der Mann im Haus. Und auf Boxershorts ist Pornflop Schwammkopf drauf. Hör auf zu lästern. Ist doch süß, Digi. Dieses Kotzthema. Mein Ex redet hinterm Rücken, so wie Boxtrainer. Im Kino überrascht ihn der Sexwille. Doch für seinen Penis brauch ich eine 3D-Brille. Das ist die Mini-Version von Toblerone. Wow, sogar in 3D bist du ein Hurensohn.
Sunshine, hast mir nichts erlaubt, wie kann man nur so krank sein? Ich hab geweint, denn du jagtest mir Angst ein. Doch jede vergossene Träne wurde zu einer Punchline. Ah, es ist für immer Iowa. Bei deine Chats, deine Lügen für immer vorbei. Es ist für immer vorbei. Nenn mich Michael Scofield, denn ich hab mich aus Gefängnis befreit. Bye. Ja, Dicker, ich weiß nicht, ich find's halt süß, ich find's gut, dass sie sich Mühe gibt, dass sie sich auch gesteigert hat und so, aber sie kann halt vom Rap-Technischen nicht mit ihrem Ex-Freund leider mithalten. Ich küsse trotzdem dein Herz, bleib weiter am Ball. Ich fand's halt, es ist halt sehr monoton und ein bisschen boring, ihr Rappen. Aber wie gesagt, trotzdem Props gehen raus. Gutes Battle. Starke zweite Runde von der Ex-Freundin. Mach da mal für die Ex-Freundin. Starkes Battle zwischen den beiden. Geiles Rematch. Ihr entscheidet in den Kommentaren, wer von den beiden. Ich frag mich, ob die beiden sich überhaupt kennen, Digga. Gewonnen. Oder ob das einfach nur random zusammengewürfelt ist oder ob die sich halt wirklich kennen, weißt du? Und wenn die nochmal kommen sollen für noch ein Rematch, schreibt es auch in die Kommentare. Ich glaube, die beiden haben Bock und wir sind raus. So, yes, sir. Jetzt kommen wir hier nochmal zum Abonnieren. Abonniert den Kanal und dann gibt's noch eine kleine Preview hier, wa? Was geht hier nächste Woche ab, Len? Nächsten Sonntag. Eine totale Flow. Eskalation. Oh, die sehen beide gut aus, Digga. Produzent gegen Rapper. Oh, Produzent gegen Rapper? Geil, Digga, feier ich. Das ist eine coole Idee, Alter. Ich schätze dir. Das mit dem Rentner und mit dem Jugendlichen fand ich auch geil. Nice auf jeden Fall. Ich bin gespannt auf die nächsten Folgen. War eine coole Folge, ne? Muss ich sagen so. Ich finde, sie hat sich schon ein bisschen rap-technisch gesteigert. Aber konnte leider trotzdem nicht mit dem Ex-Freund mithalten. Für mich hat er gewonnen. Schreibt gerne in die Kommentare rein, wer für euch da jetzt der Sieger war. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video, meine Freunde. Vergesst nicht, einen Diamanten und ein Herz in die Kommentare reinzuhauen für Oma und Opa. Ich küsse euer Herz. Wir sehen uns im nächsten Video, meine lieben Freunde. Be unique. Dabei ist alles, weil dabei ist alles, weil wir sind ja schon dabei. Peasy. Bisho.